Ja, hallöche Leute und willkommen mal wieder auf einer Redstone Creative Welt. Ja, ich habe einfach von meiner alten Festplatte meine alte Redstone Welt runtergezogen. Es ist zwar nicht die ganz alte, sondern die zweite halt, aber die ist ja auch schon jetzt relativ sehr alt und so ziemlich wie voll gebaut. Ja, und heute zeige ich euch dieses neue 4-Gewinnspiel. Ach, ich mache jetzt die Monster mal aus, die nerven langsam. So. Ja, neue 4-Gewinnspiel hier halt, das ist vollautomatisch. Ich habe einfach mal das andere Video auch noch hinzugefügt hier in der Beschreibung. Mein vorheriges 4-Gewinn halt. Ja, und ich möchte jetzt nicht lange reden, sondern es einfach mal zeigen. Und zwar jetzt leuchtet jetzt gerade die Fackel hier bei Sand. Das erkennt man vielleicht nicht gerade gut. Das heißt jetzt an der Stelle, wo ich drücke, kommt halt ein Sandblock runter. Ja, relativ schnell finde ich. Ja, und dann switcht es auch gleich zu Kies über. Ja, und dann kann man halt Kies noch runterrufen. Dauert ein bisschen länger, weil er einen weiteren Weg hat. Ja, so kann man dann halt 4-Gewinn spielen im Singleplayer, so wie auch im Multiplayer. Ja, so ist es. Macht, denke ich mal, so viel mehr Spaß als mit der alten Version, wo man immer hin und her schalten musste. Ja, ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze so ungefähr funktioniert. Das wird schwer. Ich habe das Ding schon seit einer Ewigkeit zu stehen, bloß ewig kein Video gemacht. Ich sehe hier sogar so schon selber kaum noch durch. Also ich weiß nur, dass hier unten schon mal die Outputs von den Button-Signalen sind. Von den Buttons halt sind. Ja, die gehen dann hier runter. Zweigen sich allerdings. Das Signal wird hier gesammelt in zu diesem T-Flip-Flop, den ihr mittlerweile bestimmt schon kennt. Mein absoluter Favorit. In diesen Switcher, den ich bei den Automatikkaminen auch schon verwendet hatte. Ja, und so wird eben pro Klick immer das Signal geswitcht, in Anführungsstrichen. Ja, und jetzt in dem Fall, was ist denn jetzt? Jetzt müsste Sand dran sein. Ja. Jetzt ist Sand dran in dem Fall und da sind nur diese Signale in dem AND-Gate aktiviert. Die Signale, wenn man dort halt drückt, kommt das hier hoch. Das sind jetzt nur vier. Die anderen vier befinden sich hier hinten. Immer die Fackeln, die an sind, sind dann. Ne, die sind dann gesperrt. Ne, doch, doch. Hä? Warte mal. Blackout. An. Nein, die, die aus sind, sind geöffnet, so rum meine ich. Ja, und dann sind das halt die Signale für Sand halt. Das sind dann, ja, alle Sandsignale. So habe ich das aufgebaut, diesmal eben, dass man nur ein Game mit diesem Sand- und Kiesvorrat spielen kann. Das sind genau 8x8. So wie das Spiel halt, so wie halt die Spielfläche ist. Ja, das war es eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob ich diesen World Save hochlade. Das ist, das, ja, oh nein. Das weiß ich noch nicht. Ich denke mal nicht. Also, ja. Jedenfalls, das war es zu meinem 4-Gewinnspiel. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.